Schließlich hatte sie sich doch überreden lassen, mit ihm zusammen ein Spiel zu gucken. Nein, nicht irgendein Spiel, das Finale natürlich. Unter dem machte sie es nicht. Sie war eine anspruchsvolle Frau, das hatte er längst mitbekommen. Und sie sah viel mehr in dieser heißen Begegnung zweier Männermannschaften als er. Du hättest mir ruhig schon mal eher sagen können, dass da so gut aussehende Kerle mitspielen. Sind ja richtige Schnuppelputzigen dabei. Und wie die sich bewegen. Das sah bei dir in unserem Fitnessurlaub nicht so. Ha, sag mal, was macht der denn? Darf der das? Der geht ihn von hinten an. Das nennt man Decken. Sie verstummte eine Weile und schien nachzudenken. Er fragte sich wieder mal, sie waren noch nicht sehr lange ein Paar, ob sie wirklich so naiv war oder ihn nur gern verscheißerte. Ich hätte es ahnen können. Ich habe mich nämlich ein bisschen belesen und da kamen so Begriffe wie Latte, Freistoß, mächtiger Hammer, entblößte Hinternmannschaft. Ich hätte es wissen müssen, du kleines Ferkel. Ich weiß jetzt auch, dass es keinen Libidero mehr gibt. Dafür haben sie jetzt einen Sexer auf oder Abwehr. Und siehst du, jetzt fallen sie übereinander her, begrapschen, beknutschen sich, jetzt reißt sich einer doch das Trikot vom Leibe. Das nennt man Sexpack. Du sag mal, machen da nur Männer mit? Müssten da nicht auch langsam mal ein paar Frauen ins Spiel kommen? Du stehst doch auf Frauen, dachte ich jedenfalls immer. Und übrigens, mein Lieber, was ich noch nicht rausgekriegt habe, aber unheimlich gerne mal wissen möchte, wie geht eigentlich die Abseitsstellung? Komm, ich zeig sie dir.